Hey Leute, ich kenne ja jetzt eure Lieblingssprüche wieder. Das heißt, oh, das ist eine Zimmertür, das geht viel einfacher, da ist keine Dichtung drin. Jetzt würde ich euch mal was sagen. Es ist scheißegal, ob das eine Zimmertür, eine Wohnungstür, eine Haustür ist. In dem Moment, wenn das Ding nicht selbst verriegelnd ist oder eine Fluchttür oder eine Doppelfalztür, wo die Falle weiter hinten liegt, ist es immer das gleiche Prinzip. Die Falle steht unter Druck. Ihr müsst in dem Moment, wenn ihr die Karte reinschiebt, zwei Finger über dem Knauf die Karte reinschiebt, müsst ihr an der Tür rütteln, das heißt die Falle leicht entlasten, damit sich die Karte einen Weg reinsuchen kann. Wenn man das nicht macht, dann kann man drücken wie ein Ochs, funktioniert nicht. Der Klassiker mit Bankkarten. Klassiker sage ich deswegen, weil jeder sagt, ich will eine Bankkarte mit meinem Ausweis, mit meinem Führerschein die Tür aufmachen. Das funktioniert. Funktioniert durchaus, wenn ihr eine Tür mit viel Spielraum habt, zum Beispiel eine Zimmertür, dann funktioniert das. Wenn ihr aber eine eng anliegende Hauseingangstür habt, dann lasst eure Karten in Ruhe, lasst im Endeffekt diese ganzen Ausweise in Ruhe, ihr macht euch alles kaputt. Die Karten sind zu stabil, die werden brechen oder ihr kommt gar nicht erst zur Falle rein. Das heißt, wenn ihr dann von so einer PET-Flasche zum Teil nehmt, ist es weitaus besser, wenn ihr irgendwelche Versuche startet mit Ausweisen oder anderen Sachen. Weil die kosten, glaube ich, früher kosten, haben sie mal 50 Euro gekostet, neu machen zu lassen, glaube ich. Keine Ahnung. Oder waren es 50 Mark? Ich bin ein bisschen aus der Zeit raus. Versucht es. Was habt ihr für eine Möglichkeit? Eine Stunde auf den Schlüsseldienst zu warten und vielleicht 1000 Euro zu zahlen. Das ist eure Option. Viel Spaß und viel Glück.